So, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, jawohl, wir sind aktuell bei Level 9. Mein Ziel, ehrlich gesagt, in dem Video ist Level 10 zu erreichen, beziehungsweise in einem der nächsten paar Folgen, weil ich werde wahrscheinlich doch wieder eine etwas längere Tour planen. Ich muss aber mich noch so ein bisschen, eingerufen. 100, fast 130.000 haben wir aktuell an Kapital. Und wir gucken erstmal die Schnellaufträge rein. Da hätte ich zum Beispiel hier wieder was für fast 30.000. Und zwar würde es von Venedig nach London gehen. Auch sehr spannend, vor allem das mit der Fähre. Aber ich glaube tatsächlich, ich mache doch heute ein bisschen was anderes. Und zwar von Osnabrück nach Hannover. Nehmen wir doch einfach mal das. Und zwar Altkunststoff, Osnabrück, Hannover, die wird wahrscheinlich eine Folge nur werden heute wieder, also deswegen mache ich den Motor an. Lass uns loslegen. Wir haben hier einen MAN-LKW, sehr schön, machen wir wieder das Licht an. Meine obligatorische, ihr kennt es ja, Abfahrtskontrolle. Kann das sein, dass das hier echt keine LEDs sind? Doch, sind. Sah jetzt für mich gerade nur so aus, als wären das keine LED-Lampen. So. Dann würde ich mal sagen, durch dass ich natürlich hier kein Navi habe innen drin, auch sehr gut, hat sich natürlich der Besitzer, respektive mein Chef aktuell doch viel Geld gespart. Aber nun gut, dann würde ich sagen, fahren wir hier mal raus aus unserem Haus. So, und dann geht's nach links. Biege nach links ab. Perfekt, können wir hier auch, jawohl. Das passt also soweit wunderbar. Heißt, wir sind jetzt aktuell auf der Strecke. Und die nächste links, das ist wunderbar. Tanken werde ich, wenn ich Zeit habe, also dass der Wagen am Kreisverkehr wird der Ausfahrt nehmen. Ja, was jetzt? Oh, ihr wisst ja auch nicht, was ihr wollt. Ein Skoda. Auch gut. Okay, ich muss nimm jetzt diese hier raus. Ausfahrt. Perfekt, mal gucken, habe ich schon irgendwelchen Schaden? Nö, ich hoffe, das bleibt auch bei der kurzen Folge so. So, 50 dürfen wir fahren. Wir fahren ja, gut, dann müssen wir kurz die Spur verengen. Perfekt, wunderbar. So, 50, wie gesagt, aktuelle Höchstgeschwindigkeit. Jetzt sind es 70 km/h. Und ja, wie gesagt, ich sage das ja fast jedem Euro Truck Simulator 2 Video. Ich bin dermaßen angefixt von diesem Simulator. Mir macht das so viel Spaß. Biege nach rechts ab. Und ja, ich, wie soll ich sagen, das ist wirklich so richtig, richtig cool, auch zu fahren hier. Und mal gucken, wann komme ich denn an? Dienstag zwischen 3 und 10 Uhr. Ja gut, passt ja wunderbar. Ist ja auch nicht wirklich so eine lange Strecke. Und jetzt, Leute, bitte nicht gaffen, einfach dran vorbeifahren. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie Leute, die meinen, sie müssen jetzt irgendwie noch reingaffen oder Achtung, so. Achtung, achten Sie das auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich finde es auch richtig, dass die Leute auch gebüßt werden. Das ist auch nur meine Meinung jetzt gerade mal so dazu, weil für mich können diese Leute gerade mal 3 Punkte bekommen und 200 Euro Geldstrafe für mich. Weil, und die Leute, die das noch filmen, die bekommen 5 Punkte und 1000 Euro. Ja, weil sowas zu machen ist einfach echt unmenschlich und ja, also wirklich einfach nur krank, aber naja. So, wir fahren jetzt hier schön auf der Landstraße, wie ihr sehen könnt. 60 dürfen wir fahren. Ich halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich von 60 km/h. Aktuell sind wir übrigens im 11. Gang. Es ist ja auch hier ein Automatik-LKW. Und von daher denke ich auch mal, dass wir da wirklich aktuell keine wirklich großen Einbußen haben werden. Jetzt was den Sprit angeht, wie gesagt, das bezahlt der Arbeitgeber. Wenn ich dann einen eigenen LKW habe mit einer eigenen kleinen Firma,
Ich könnte sogar auch Leute anwerben tatsächlich. Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber ja, mal gucken. Was ich übrigens auch noch bald machen werde, ist ein neues Video, ein neues Installationsvideo zum Truck MP oder zum Multiplayer für Euro Truck Simulator 2. Weil da hat es anscheinend laut einigen User-Kommentaren ein Update gegeben und da sind sich einige Leute nicht mehr so ganz sicher, wie man jetzt genau was macht. Ich habe zwar sehr, sehr viel in meinem Video auch erklärt, auch wie man das auf Deutsch und so einstellt, aber wenn die Leute sich diese Videos natürlich nicht richtig angucken können bis zum Ende, dann entstehen natürlich solche Fragen, aber ich versuche natürlich auch da, wie gesagt, kompetent zu antworten. So, wir haben noch etwa 93 Kilometer. So große Strecken mag ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Wobei ich, wie gesagt, wirklich derjenige bin, der gerne lange Strecken fährt. Warum? A, kriegst du da das meiste Geld für lange Strecken. Demnächst links abbiegen. Und ja, du kannst gerade auch folgenmäßig wirklich richtig gut aufnehmen. Biege nach links ab. Ja, ist das eigentlich alles dann kein Problem. So, dann biege ich mal kurz hier ab, genau, zack. Und dann geht's ab auf die Autobahn noch. Jetzt haben wir es auf 85 Kilometer, also ihr seht schon, das Ganze ist doch ganz, ganz hupala. Das war jetzt mal richtig knapp hier. Wie sagt man so schön, ein Kopf an Kopf rennen. Und ihr seht, ich fahre aktuell im Sonnenaufgang dem entgegen. Jetzt gebe ich Vollgas. So, dann biege ich hier ab, wunderbar. Und fahre dann auch hervorragend. So, ich glaube, bei dieser Gelegenheit kann ich ja einen Screenshot davon machen. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut sogar. So, perfekt. Hoppala, das war jetzt gerade mein Fehler. So, ich will mit der 1 zurück in die Kabine, genau. So, dann gebe ich jetzt aktuell mal ein bisschen Gas hier und gucke mir erstmal noch schnell meinen Bericht an. Unfall ist nicht wunderbar. Wobei, cool ist natürlich dann so in anderen Ländern, wo ich dann 90 oder sogar 100 fahren darf im LKW, das ist dann auch, wo ich sage, cool, ich kann endlich mal so ein bisschen ausfahren. So, wir haben jetzt noch etwa 60 Kilometer, da wären wir am Ziel. Was ist eigentlich aktuell euer Lieblings-LKW? Mit was fahrt ihr aktuell am liebsten? Stimmt doch mal bitte oben ab in der Infobox. Wenn ihr auf das i klickt, jetzt nämlich, dann habe ich nämlich so eine kleine Umfrage für euch vorbereitet. Und indem ich einfach ein paar LKW-Marken reinschreibe, Scania, Volvo, Mercedes, DAF und so weiter. Und ja, da würde es mich doch sehr, sehr wundern nehmen, was euer Lieblings-LKW so ist aktuell. Ich fahre mal kurz hier raus schnell. Jetzt fragen sich natürlich auch sehr, sehr viele. Neue Route so finden. Eigentlich. Naja, weil ich Most tanken muss. Oder Most. Also jetzt einige fragen, was ist denn das? Most? Kenny nicht? Muss ich das kennen? Kennen sollte man es. Stopp. Motor aus, Handbremse anziehen und wie gesagt, der Dieselpreis für 1,27. Ich tanke den Wagen meistens rappelvoll, weil dann bin ich aber auf der sicheren Seite. Cool wäre tatsächlich auch eine Erweiterung oder ein Update, was mir sagt, okay. Linus, so und so viel hast du aktuell noch in deinem Budget. Okay, hinter mir ist es auch einer, sehr schön. Ich muss jetzt hier hin, genau, so. Mal gucken, ist da irgendeiner? Nö. Heißt, ich kann hier also Vollgas in den Sonnenaufgang fahren, das ist super. Und was ich mir auf jeden Fall, das ist so ein Punkt, wo ich mir echt überlegt habe, doch, da werde ich auf jeden Fall noch investieren. Und zwar in einen leistungsstärkeren Motor. Ich bin mal sehr gespannt, ob man die Unterschiede wirklich merkt, wenn ich jetzt mein LKW aufpimpe mit einem richtig, richtig leistungsstarken Motor oder ob man den Unterschied gar nicht so wirklich wahrnimmt. Das nimmt mich ehrlich gesagt sehr wunder. Und
Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie das so ausfällt. Ach, es ist doch herrlich einfach hier. Guckt euch das doch mal an, ey. Im Sonnenaufgang. Und wir kommen um 5 Uhr 28:29 an. Was will ich mehr? Also ich kann mich da nicht beklagen. Ich kann mich da echt nicht beklagen. Also das ist wirklich, wirklich schön. Tun wir mal kurz das Informationspanel durchschalten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Genau, hier geht es nämlich auch raus. Perfekt. Biege nach rechts ab. So, da sind wir auch schon. Wunderbar. Bin, wie gesagt, sehr, sehr auf euer Feedback auch gespannt, weil, wie gesagt, dadurch oder davon lebe ich irgendwo auch ein Stück weit, weil ohne Feedback kann ich mir auch nicht verbessern. Und wenn ihr jetzt auch sagt, ja, Linus, das ist für alles schön, was du machst und toll, aber wie gesagt, ohne Achtung, Feedback... achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schwierig und, ja. Ich gehe dann schon mal kurz auf die Spur. So. 70 darf ich hier fahren. Und ich habe tatsächlich noch 5 Kilometer, also müsste ich ja theoretisch jetzt eigentlich gleich noch ankommen. Jawohl, da bin ich nämlich auch schon, seht ihr. Willkommen. Jawohl, in Hannover. Gott sei Dank nicht im verregneten Hannover, also es regnet Gott sei Dank auch nicht. So, schauen wir hier mal ganz kurz, ob alles okay ist. Wunderbar, perfekt. Nee, was mich wirklich hier an diesem MAN stört, ist, dass ich kein integriertes Navi habe. Für, ja, das ist wirklich etwas. Also ein LKW ohne Navi in der heutigen Zeit, nö, geht gar nicht. Aber gut, wenn natürlich der Disponent sagt, nö, das muss reichen, was du hast, dann sage ich, gut, dann nehme ich halt mein Handy. Gibt ja auch unterdessen, habe ich gesehen, auch ein paar gute Handys, mit denen man auch sagen kann, ich habe ein LKW als Auto und dann tut er nämlich die Höhen von gewissen Brücken. Wobei, da sollte man vielleicht noch einstellen können, hey, welche Brücken... Links halten und dann links abbiegen. ...und so weiter. Weil unter Umständen kann das, ja... sehr, sehr kritisch... Biege nach links ab. ...werden. So, und dann biegen wir hier mal ab wieder, würde ich sagen. Und wir sind auch so gut wie da. Perfekt. Das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt nach links. Biege nach rechts ab. Gucken, ist da irgendeiner? Nö. Das war eine schöne Fahrt. So, heute mache ich's. Wo muss der hin? Nee, dann mache ich so. Auf die 90 extra Punkte, muss ich ehrlich sagen, verzichte ich jetzt mal lieber. Und vom Level her, gut, okay. Also, braucht es noch ein bisschen. So, das war's von dem Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.